Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die, Let's Play Together, gemeinsam mit der Tibra. Hallo Anduin, grüß und mir, dem euch. Anduin, grüße euch. So, ich habe das Erdgeschoss gelootet, sauber gemacht, ich muss den Boden aufwerten und jo. Schauen, was ich verstärken kann und sichern kann, so und so. Ah, jede Menge klumpert. Gut, dass wir hier einiges zum Ablegen haben. Hey, ich habe einen Footballhelm. Cool. Jo. Und weiter geht's ab in das Untergeschoss, also Erdgeschoss. Ah, da drüben ist ein Hirsch. 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 Ich glaube, den wollen wir, oder? Mhm. Oh, warum rennt der jetzt so schnell? Das gefällt mir aber nicht. Das bedeutet normalerweise... auf Zombies. Ich habe ihn. Okay, soll ich rauskommen? Ausschau halten? Na, na, geht schon. Rückendeckung geben? Ich sehe sie, ich bin ja in der Hocke. Drüben ist wieder ein Hirsch. Durchs Erdgeschoss kommst du nicht mehr, da stehen schon... Kein Problem, ich habe mir außen schon alles hergerichtet, dass man rauf runter kommt. Ja, gut. Okay, dann bringe ich mir gleich das Fleisch rein. Mit Fleisch will ich nicht arbeiten. Nein, irgendwann werden die ja auch beginnen, sich unten durchzubuddeln. Jo. Das haben wir ja schon mal erlebt. Ich bin so frei und werde hier ein Lichtchen anbringen. Dann schaut das Ganze gleich netter aus. Das Werkzeug ist eine Katastrophe. Ist so schnell kaputt, gell? Na, das ist ein Wahnsinn. Aber wir sind selber ein bisschen Pappenheimer. Man kann nämlich den Spieler-Safe-Stand, das ist ja getrennt von dem World-Safe. Okay. Bei solchen Games. Und den könnten wir eigentlich von Game zu Game mit übernehmen. Das werden wir nämlich bei der nächsten Staffel dann machen, dass wir nicht immer wieder von vorn beginnen. Mhm. Weil den Safe-Stand vom Spieler, da hast du dann drinnen deine Skills und alles. Ah, okay. Dass wir nur in Loot weglassen, dass wir mit denen zum Beispiel neu anfangen, aber unsere Skills und alles haben. Okay. Dass wir nicht immer wieder das Spielchen haben. Ja, müssen wir sich überlegen. Bei Null anzufangen mit Werkzeugqualität und so. Ich weiß zwar nicht, wie es dann ist mit den Sachen, wo du halt Lernbücher lernst, ob du das dann auch mit übernimmst, weil das wäre wieder... Mhm. Auf der einen Seite natürlich toll, wenn man schneller vorankommt, auf der anderen Seite gibt es dann keine Notwendigkeit mehr, dass man die Bücher sucht. Mhm. Na, mal schauen. Aber das werden wir sicher ausprobieren. Nur ich hoffe jetzt, dass so mein Randall bleibt bei der 15er. Und nicht so schnell die nächste Version kommt. Stimmt. Ich würde zumindest diese Navizgane-Map, die neue, jetzt einmal komplett durchmachen. Komplett, dass wir die einmal durchschaffen, ja. Dass wir mal in alle Ortschaften waren, die großen Sachen, das neue Footballstadion, den Canyon mit den Indianerbauten. Dass wir das einmal alles durch haben. Die Goldmine. Mhm. Mine, ich hasse Minen. Oh.
Footspikes brauchen wir eh noch jede Menge, ne? Jede Menge, bitte darum. So, dann werde ich im Hintergrund nämlich gleich wieder welche erstellen. Ja, ich habe nämlich nicht mehr so viel. Bei den Brüche sicher wieder ab. Jetzt kriegt man kein Scrap-Metal mehr raus aus diesen Metallsteinen. Nein, ja, sondern Metallfragmente. Genau, ja. Was auch ein bisschen mehr Sinn macht. Ich gebe mir ein bisschen mehr her als Ressource, als wie nur das eine Scrap-Metal. Aha, okay. Ja, wir haben in der Forge schon alles reingeladen praktisch, was wir gehabt haben. Also Scrap Metal bzw. halt das Rohmetall, was wir hatten. Mhm. Ein bisschen Zinn, ein bisschen ganz wenig Clay haben wir gehabt. Das ist auch drinnen. Was ist noch drin? Oh, ich komme jetzt zu dir und werde dir helfen abbauen. Innen ist alles. Fast, mir fehlen noch aber Woodspikes. Ja, die können wir dann am Abend dann aufstellen. Mhm. Außerdem haben wir ja erst Tag 6. Das ist ja nicht so. Na, was sag ich? Ich werde sicher wieder abbrechen. Warum? Wegen einem Werkzeug. Stück Holz vom Tisch ist nicht sehr berauschend. So, dann nehmen wir hier die Couch mal weg. Ah ja, da bleiben die Linien stehen. Crafting, genau. Fortress Craft. Gut, das nächste was ist, ich werde im Erdgeschoss, also im Obergeschoss, den Boden verstärken. Jo. Ja, genau. Unbedingt. Mhm. Geräumt ist dann die das schon mal breit genug, weil bis wir das aufgestellt haben. Mit Spikes dauert es ja einige Zeit. Ich hab Woodlock Spikes, die werden wir außerhalb von der Veranda setzen, gell? Ja. Oh, ich hab. Du hast aber massig. Also wenn die wieder einführen, dass man durch die Bäume, wenn sie fallen, stirbt, bekommt, bin ich wahrscheinlich der Erste, der daran glaubt. Permanent. Weil ich stehe zu nahe, ich laufe immer rein in den Baum, den ich selber fäll, weil ich weiß, das passiert jetzt nichts mehr. So, ich komme zu dir und werde... mit Bäume fällen. Kann ich darunter springen? Ich hätte jetzt 7? Was heißt 7? Hallo? Geht's noch? Ja, das kann durchaus sein. 7 Woodspikes, aber wie viel braucht man da drinnen noch? Mehr oder? Na, circa 20, geschätzt. Drinnen noch? Mhm. Oh Gott.
Okay, ich werde beginnen, auch gleich im Hintergrund welche zu machen. Wow, vier gehen sich aus. Sehr irre. Yep. Das hast du schon. Genau. Und Kohle. Super. Ja, 16 Punkte. So, eigentlich ist ja rund ums Haus jetzt schon alles ziemlich gerodet, also im näheren Umfeld, gell? Ja, wir brauchen nur massiv Holz. Ja, das braucht man dann nicht nur da, sondern auch im Hauptgebäude. Das lustige Aber Farmen. drüben können wir ausschließlich mit Woodlock-Spikes bauen. Da sind wir hoch genug, da brauchen wir keine Woodspikes. Ja, den Stein werde ich hier auch noch abbauen. Die Ziegel, weil ich gebe Stein her und man braucht jede Menge Stein für die Äxte. Also das ist auch in die Höhe geschraubt, man braucht irrsinnig viel Steine. Ja, aber es ist nicht so schlimm. Also, Ja, für eine genug Axt. Wutzbecks. 5. Ja, es ist halt am Beginn ist sowas viel, ne? Bis man 5 Steine beieinander hat, man sucht schon ein bisschen. Also, vor allem, wenn man in irgendeinem Biom ist, wo es jetzt nicht so massiv herumliegen oder wo dicht das Gras ist. So typisch das Mischwald-Biom, da laufst du schon, wenn es blöd hergeht, in 2 Stunden, die ersten Ingame-Stunden halt. Bis du die zusammen hast. Im späteren Verlauf dann sind die Steine. Ja. In der letzten Staffel, wie wir dann unsere Mine gehabt haben, da Ja. waren reihenweise Kisten von Steinen da. Und was Ja. wir trotzdem Beton gebaut haben. Ne? Aber der Beginn ist wirklich härter geworden. Ja, ist so. Ist das Game. Ja, ist ja okay. Bei Stufe Soll 5 er für alle fordern. gleich hat. Ja, ist vielleicht auch noch zu erwähnen, ganz nett, wir spielen Stufe 5. Vom Bis Client her gesehen, ja. vom Am Server Client. ist 4. Also der Server nummeriert von 0 bis 5 und am Client stellt man ja von Stufe 1 bis Stufe 6 ein. Genau, damit das Ganze ein bisschen eine Herausforderung wird. Genau. Also nicht die höchste, sondern die zweithöchste haben wir. Bei der höchsten ist das Problem, dass die Zombies angeblich, ich habe es noch nie gespielt, also ich habe mal Probe gespielt, aber da habe ich nicht lange überlebt. Aber Und weil du ich mich bist. auch angelegt habe mit dem Zombie. Ja, du bist kontaktfreudig. Jo. Ganz einfach. Aber angeblich verlieren sie dann die Spur nicht mehr. Also wenn er einmal aufgeschalten ist, verfolgt er dich, bis du ihn erlegst. Ja, das ist bitter. Fast so wie beim Bär, ne? Oder Angeblich, Gorilla. ja. Und sie sind um eine Spur schneller vorgekommen. Och, das ist bitter, das ist Aber bitter, das kann das er ist gemein. täuschen. Das ist war vielleicht auch stressbedingt. Ich habe leider als ersten Zombie bei dem Probespiel, bei diesem Singleplayer, das habe ich auch nicht aufgenommen oder irgendwas, das war einfach nur mal so für 1 Stunde, 2 ausprobieren, wie sich der Schwierigkeitsgrad spielt. Ich habe leider von Beginn an diese großen Zombies gehabt. Es sind rundherum einige von denen gespawnt und da hat man dann kaum mehr Chance. So. Und ich glaube, der Loot ist weniger, weil Ich bilde mir auch ein, ja. ich hab bei den Nestern, wo du normalerweise halt doch einiges an Federn, also fast immer zweistellige Zahl herauskriegst, waren es dann nur mehr einstellige. Also immer so 2, 3, 4 Federn. So, das nehmen wir auch noch, dann bauen wir da hinten den. Ah, da drüben, das alte Gebäude kann man irgendwie wegreißen, gell?
wo du bist. Ja, nein, ich tue da nur die Büsche und so, das Gebäude selber nicht. Das dauert mir jetzt zu lang, ehrlich gesagt. Dann diese Ziegelsteine da. Ja, die geben Steine und das ist super. Ist Gott sei Dank ein bisschen ruhig, bitte gleich auf Holz klopfen. Mache ich schon. Stimmt. So, dann bauen wir wieder Wutzbecks. Ah, die Saison nehmen wir auch mit. Alles wird verheizt, was nicht gebraucht wird. Ich finde, dass man hier im verbrannten Gebiet super looten kann. Ja, bitte, ich habe zwei Kochtöpfe, also. Super. Brauchen wir nur mal einen Grillrost. Yep, der wird sich auch noch zeigen, wo er ist. Ja, und sonst bauen wir einen. Nachdem wir die Forge haben, können wir jetzt selbst Eisenrohre herstellen. Forge-Steirern habe ich eh schon eingeschmolzen. Also Eisen für Forge-Steirern. Das heißt, wir können sie dann eigentlich schon, naja, Eisenwerkzeug, wenn wir noch ein bisschen warten. Bis wir etwas höher sind. Ich glaube, ein graues Eisenwerkzeug, das macht nicht wirklich Sinn. Na, da kommt doch auch Holz raus. Sehr fein. Wie tun wir wegen der Beleuchtung? Ja, ich werde das Fett jetzt abkochen und dann. Achso, du meinst außerhalb? Ja, also rund ums Gebäude. Da muss sehen. Säulen aufstellen und beleuchten. Können wir machen, oder wir pflanzen an die Balkonstirnwand Okay. Fackeln dran. Das muss gar nicht wegsetzen. Okay. Sondern einfach da außen dran backen. Ja, das geht auch. Ich habe noch zwei Fackeln. Ja. So, So, dann das laufe ich ist. mal. Ah, da haben wir Straßenlaterne. Auf der Seite brauchen wir dann eh nichts. Wir haben Da fast ist 20 Uhr. Ich glaube, Wochen. wir sollten dann retour in Was dieses bleiben wir Häuschen. nicht da? Oh ja, schon da. Da Schon. retour rein. Ja, okay. Ah, da sind überall Lampen dran. Du, wenn wir Glück haben, dann Dann brennen die. vielleicht funktionieren die. Ah, du gehst schon retour. Ja, ich wäre auf die andere Seite darüber noch und hätte noch was abgebaut. Okay. Da ist noch so ein Eisenstein. Kann ja hier noch herumhämmern. Tag nutzen, soweit wie möglich. Ja, so weit wie möglich. Stimmt. Getränke und so hast du mit? Ein bisschen was? Ich habe ein bisschen was mit, Hast du ja. was? Okay. Am nächsten Tag werde ich dann unsere leeren Gläser auffüllen. Es ist nämlich schon heiß hier. Ja, ich bin Cowboy-Hut verwende. Ah, okay, ich muss Mit dem schauen, ist was. besser.
der heute die ich Temperatur. eigentlich aufhabe. Cowboyhut und Bandana hält die Temperatur. Also ich glaube, dass ich Bandana habe. Mal schauen. Ich habe eine reingelegt. Warte mal, muss ich mal schauen, was ich Ich habe. glaube, du kannst die sogar selbst bauen. Ich habe weder noch. Einen Cowboyhut kannst du auf alle Fälle bauen. Na, ich habe einen Cowboy-Hut und ich habe einen Bandana reingelegt in die Kiste. Ach so. Also hole ich mir dann gleich. Umgezogen wird in der Nacht. Genau. Nicht die Effektivität da senken. Schwächt unser Bruttosozialprodukt. Genau, das geht gar nicht. Er wird gehackelt bis zum Umfallen. Richtig. Bis zur Benommenheit. Ah, was ist da vorn? Das ist aber neu. Übersiedeln wir? Was übersiedeln wir? Da vorne steht jetzt da ein Haus. Das ist aber neu. Das kommt vor. Zwischen dem Haus und der Brücke, die da dann kommt, wenn man da weiterläuft, war doch nie ein zweites Haus. Boah, das kann ich dir Vor allem nicht ein richtiges, beantworten. das schaut ja nicht aus wie die Ruinen, das schaut aus wie ein richtiges Haus. Wer weiß, wer dort noch lebt oder weniger lebt. Die Straße Richtung Westen, da kommt man zu der Brücke. Ne? Okay. Das ist die, wenn du dann die Brücke rüberläufst und Ja, dann den mir ist schmalen schon Strand, klar. wo der Fluss Ja, da ist, ne? ja, ja. Da war doch nie ein Haus. Wir haben jetzt schon einige Alpha-Versionen, aber jetzt gar nicht gespielt. Wer weiß, was die alles geändert haben. So, aber trotzdem gehe ich jetzt ins Häuschen. Jupp. Die Fackeln gehen schon, die Lichter gehen schon an. Ja, aber leider die außen nicht. Okay. Die könnten auch funktionieren, das wäre ein Hit. Die da geht auch nicht. Funktioniert sie nicht? Ich habe mir gedacht, die Lampen funktionieren jetzt. Stellst du was auf? Ja, bin schon dabei, aber ich hab's zu weit weggestellt, glaube ich. Na, na, passt. Du musst ja jetzt noch einen. Das stimmt schon. Okay. Soll ich es aufnehmen? Ja, bitte. Okay. So, dann irgendwo sollte doch eine Leiter sein, aufs Dach hinauf, Ah, oder? der fällt mir runter, Käse. Jupp. Normalerweise immer da rund um den Balkon kann natürlich sein, dass das Ah, ich. Zahnbindchen, was da oben war, na, da ist sie. Na, da ist sie ja. Kletterst du rauf, soll ich? Ja, ich klettere schon rauf. Okay. Ohne Beinbruch. Okay, das hatten wir ja schon. So, ich glaube, ich werde für da trotzdem eine Türe abbauen. Man fühlt sich doch ein bisschen sicherer, auch wenn sie sofort rausklopfen. Na bitte, da ist zumindest mal. Aber es zieht dann Ein weniger. Nestchen. Okay. Über das Glas marschiere ich nicht. Das könnte gleich durchbrechen. Na bitte. Ein paar Federn. So, und jetzt schnell nach. Nein, falsch, was? Schnell nach unten ins Zwischengeschoss. Ich habe nämlich noch ein paar Woodspikes zu setzen. Blasa. Na bitte, und schon sind wir voll da drinnen. Das ist ein Essen, das nehmen wir raus. Da ist die Das Tür. ist zum Trinken. Na komm her. So, das auch. Klack. Ich habe noch 9 Woodspikes. Die pflanze ich da unten noch hin.
So, ich hab da irgendwo, da ist es, eine Tür. Sick. Ist wieder die Frage bei der Tür. Was ist da außen und was ist innen? Wo hast du denn die Woodspikes hingegeben? Hab's noch nicht reingegeben. Bin im Untern und leg sie da Okay. dazu. So, du kannst schon. Dann baue ich da gleich mal das Campfire. Okay. Zombie Time. Also Zombie Time ist ja immer, aber jetzt laufen sie. Ich schmeiß das Campfire da auf den Ofen drauf. Aufnehmen und den letzten setzen. Cooking Pot hast du rein? Ja. Liegt, ja. Da bin. Sehr gut. So, das, was ich noch machen muss, ist Boden verstärken, Wände verstärken. Ja, unten ist alles voll mit Spikes. Und Sehr die schön. Fenster verstärken. Wolle die rausschmeißen? Na, gell, die werde ich einfach so verbrettern. Die Fenster oder was? Mhm. Einfach zu brillen. Breton. Wenn sie da raufkommen, haben wir sowieso ein Thema. Dann haben wir sowieso ein Thema. Ach Gott, jetzt habe ich den guten Rotter mit, den wollte ich drüben lassen. Na egal. So, die Folge ist auch schon wieder um. Ja, war meine, oder? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaltet wieder ein. Und die nächsten zwei Folgen ist dann Vorbereitung, abschließende Vorbereitung für den Tag 7. Und die dritte wird dann die Tag 7 Horde sein. Und ja, bis dahin wünschen wir euch ein frohes und erfolgreiches Gaming in 7 Days to Die und würden uns freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Ciao! Ciao.